weiß nicht, ob Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute Tennis geschaut haben. Der Titel Mama Maria, der ist für mich eine Abwertung der Leistung. Ja, Tatjana Maria, die hat es zwar nicht ins Wimbledon-Finale geschafft, aber trotzdem viel erreicht. Und überall heißt es, der Tennisstar sei Mama Maria. Sie sehen das hier, das haben wir auch geschrieben. Wird er das aufgeschrieben? Ja, weil sie Mama ist. Aber damit werten wir doch ihre Leistung ab, denn irgendwie schwingt für mich bei Mama Maria mit, ja, erstaunlich, dass sie das schafft, obwohl sie Mutter ist. Und es schwingt für mich auch so ein bisschen mit, ja, wir passen eigentlich auf die Kinder auf, während Mama jetzt Karriere machen will. Und es schwingt auch mit, ja, Mama müsste doch jetzt eigentlich mit Sandförmchen und den Kleinen spielen und Kuchen backen, aber Mama kann Tennis spielen? Ist ja krass. Bei Männern nämlich, da sagen wir das nicht. Es heißt nie Papa Federer. Und es gilt ja nicht nur im Sport, es gilt ja auch in der Politik, eigentlich überall. Papa Habeck nie gehört, aber Mama Annalena Baerbock, ja, das hören wir ständig. Und das ist irgendwie für mich ein Spiegel unserer Gesellschaft. Es ist noch immer nicht normal, dass Mamas noch etwas anderes machen als Mama sein. Und das vielleicht, zur Überraschung vieler, auch noch erfolgreich. Lasst uns doch Mama nur einfach dann verwenden, wenn es um Mama-Dinge geht. Nicht um die Karriere. Ganz so, wie wir das bei Männern auch machen. Ich habe die Überschrift ganz anders gelesen. Ich habe es eigentlich als stolz gelesen, ja. Zumal sie das selbst immer wieder gesagt hat, dass es für sie das Größte sei. Und sie hat das so natürlich präsentiert, dass sie selbstverständlich jetzt hier gewinnen will und trotzdem Kinder und Familie für sie das Größte sind. Ich habe das nicht als Widerspruch gelesen. Bei Männern weiß ich oftmals gar nicht, ob sie Kinder haben. Das ist ja interessant. Da geht es ja schon los. Weißt du, damit triffst du genau meinen Punkt. Ja, aber ich glaube, müssen sich die Männer vielleicht auch mal überprüfen. Ich glaube, wir machen uns eine Illusion, wenn wir glauben, dass wir tatsächlich eine gleichberechtigte Gesellschaft sind. Richtig, das ist in etwa mein Punkt. Die Verbindung von Kindern zu Müttern ist eine andere und ich fürchte, sie bleibt noch eine ganze Weile. Oh, das ist eine relativ altmodische Ansicht. Ich kann dir sagen, aus meiner Lebenswirklichkeit, meine Tochter, wenn die hinfällt, dann ruft sie nach Papa. Gut, nur die eine Tochter. Aber die anderen zwei Kinder rufen nach mir. Die Mädchen sind doch eher die Papakinder und die Jungs sind doch eher die Mamakinder oder so. Aber ja, ganz ehrlich, ich teile die These. Also, ich finde, Mama ist was Starkes. Aber ob man es in jedem Zusammenhang verwenden muss, die Frage darf man ja mal stellen. Die muss man denen stellen, die sie dann titeln an der Stelle. Aber ich finde es auch nicht abwerten, weil eine Mama zu sein, man muss es ja erst mal werden. Genau, das ist auch was Tolles. Ey, das ist doch was. Aber es schwingt immer dieses, oh, schaffst du das trotzdem? Aber schwingt das für uns Frauen mehr mit als für Männer? Interessant. Also erstmal, ohne die vielen Mamas auf dieser Welt gäbe es gar kein Leben. Das wollen wir mal erstmal festhalten. Ja? Und ich bin froh, dass wir in unserem Land noch Mama und Papa sagen dürfen. Denn in anderen Ländern wird darüber diskutiert, ob man das abschafft, dass man Mama und Papa sagt. Ja? Also da bin ich froh, dass wir darüber noch reden können. Aber im Endeffekt sollte das keine Geschlechterfrage sein, sondern es sollte einfach danach geben, was jemand kann. Die kann Tennis spielen, dann soll sie Tennis spielen. Und wenn sie damit Erfolg hat, dann ist das etwas Tolles. Und wenn sie natürlich selber sagt, sich immer als Mama das vielleicht auch selber immer gesagt hat, dann wird das vielleicht damit zusammenhängen. Aber eigentlich sollte man sich immer den Menschen angucken und nicht das Geschlecht. Denn das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn wir, ich sehe das zwar leider aus meiner Arbeit auch immer wieder, dass ich merke, dass das zwar nach außen demonstriert wird, aber es noch lange nicht da ist, dass wir wirklich eine absolute Gleichberechtigung haben. Es ist leider noch viel, 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 viel zu tun, um das zu erreichen. Da können wir Quoten machen und. Denn es ist ein langer Weg. Das ist ein langer Weg. Aber wir sind ja auf dem Weg dahin. Ich hoffe bloß, dass wir uns auf dem Weg dahin nicht mit vielen, vielen Dingen verlieren in unserer Gesellschaft. Mama Maria, für Sie ein Lob oder schwingt dabei bei Ihnen so viel mit wie bei mir? Lob auf die Mütter können Sie immer loslassen. Ja. Dafür ist nee, natürlich, hier, Mütter sind mit das Wichtigste, was wir haben. Aber ist das ein Kompliment, wenn alle Titel Mama Maria im Ich glaube, vielleicht denkt man in diesem Moment gar nicht darüber nach, über was hat man da gesagt. Also Mama Maria, es wird wahrscheinlich auch irgendwo von diesem Mama Mia kommen oder so, dass es davon vielleicht so eine Sollten wir das Lied doch mal Spiel anspielen oder so. Zum Ende der Sendung. Und ja, ob sie nun Mutter ist oder nicht, spielt ja für diesen Tenniserfolg keine Rolle. Ja? Und ich glaube, also jetzt in meinem Bekanntenkreis, ich würde mich jetzt nicht darüber unterhalten, ob sie jetzt Mutter ist oder nicht. Sie ist halt eine gute Tennisspielerin. Punkt. Aber Punkt wie viele Frauen unterhalten sich darüber, dass sie vor einem Jahr, glaube ich, niedergekommen ist oder vor zweien und jetzt in so einer Top-Form ist? Das ist natürlich eine Leistung. Kompliment an alle Mütter. Und wir müssen zum Ende kommen. Ein Hoch auf das royale Brautpaar. Das war für den nach 8. Vielen Dank an meine Gäste. Es war eine Traumdiskussion. Schönen Abend noch.